Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es diese Snickers-Sorte hier bei mir im Test. Ja, ihr lest richtig, Butterscotch-Flavor. Die kenne ich auch noch nicht, hört sich auf jeden Fall lustig an. Wir haben ein Snickers mit Karamelllikör-Geschmack, das Ganze ist allerdings ohne Alkohol. Wir haben eine 40-Gramm-Packung, dafür habe ich 2,99 Euro bezahlt und gekauft habe ich die Sorte bei grandcandy.de im Internet. Ja, also ich bin jetzt gleich wirklich sehr gespannt auf den Test. Snickers mit Karamelllikör-Geschmack kann ich mir irgendwie überhaupt gar nicht vorstellen. Naja, schauen wir mal, vielleicht ist es ja trotzdem lecker. Dann würde ich sagen, wir fangen auch sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, die Spannung steigt. Ja, ist jetzt noch nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, ich lege es jetzt mal wieder ein wenig anders hin und dann geht's los. Okay, so, dann werden wir den Riegel jetzt mal aufschneiden und probieren. Ich bin gespannt, wie er jetzt von innen aussehen wird, ob es irgendwelche Veränderungen gibt zum normalen Snickers, wie man das so kennt. Also würde ich jetzt sagen, erstmal ist hier nichts zu sehen. Alles klar, gut, dann probiere ich ihn mal. Also er riecht ja eigentlich auch wie normaler Snickers. Also ist jetzt noch nichts hier von irgendwelchem Likör oder sowas zu riechen. Ich probiere jetzt einfach mal. Also man merkt auf jeden Fall einen veränderten Geschmack. Ob das jetzt unbedingt nach Likör schmeckt, weiß ich nicht, aber ich muss mal ein Stückchen abbeißen. Also da esse ich doch lieber das normale Snickers, bin ich ganz ehrlich. Also hier schmeckt man jetzt als erstes natürlich die Schokolade hier von der Umwandlung. Und dann haben wir innen drin ganz normal unsere Karamellschicht mit den Erdnüssen. Ja, und dann wie gesagt ist das so ein ganz leichter, ja, es ist wirklich Likörgeschmack drin. Hat für mich auch so ein bisschen was von Vanille. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich zusammenpasst. Schlecht ist es nicht, aber ich finde es jetzt, wie gesagt, auch nicht besonders lecker. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem und einem normalen Snickers, würde ich auf jeden Fall immer das normale Snickers vorziehen. Aber ja, es geht. War auf jeden Fall jetzt mal ganz nett, probiert zu haben. Aber wie gesagt, dauerhaft brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ich habe es mir auch irgendwie noch anders vorgestellt, dass es wirklich so intensiv so ein Alkoholgeschmack hat, sage ich jetzt einfach mal. So ein leichtes Brennen oder sowas vielleicht noch dabei ist auf der Zunge oder so, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wie gesagt, hat so einen ganz, ganz seltsamen Geschmack, vielleicht wirklich ganz leicht noch in die Vanille Richtung, aber nichts Besonderes, finde ich, ganz ehrlich. Ich werde euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite zeigen. Ich hoffe, man kann das Ganze halbwegs lesen. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Naja, ich zeige es euch trotzdem mal und dann gibt es meine Bewertung. Ich vergebe einen Daumen nach oben für diese Snickers-Sorte Butterscotch Flavor. Also bin ich ganz ehrlich, habe ich mehr erwartet. Geschmacklich auch, geht in eine komplett andere Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann haben wir noch den hohen Preis von 2,99 Euro für 40 Gramm. Ja, ich weiß, es ist ein Importprodukt, aber trotzdem. Also ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ihn jetzt mal probiert, ja, und damit soll es dann auch reichen. Ihr könnt ihn natürlich gerne mal nachkaufen und auch mal den Test machen, wenn ihr das wollt. Aber wie gesagt, ich bin da wirklich alles andere als begeistert. Gut, dann würde ich sagen, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Kommentar da. Ein Abo wäre natürlich auch super, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Einen Daumen nach oben, freue ich mich natürlich auch immer drüber. Schaut euch ein wenig bei mir auf dem Kanal um. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere Video, was euch interessieren könnte. Ansonsten schaut auch morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Testvideo. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.